Ja, einen recht schönen guten Morgen wünscht euch der Bauerhausi heute Mittwoch, der 17. März. Ja, wieder mal ein glücklicher Moment für Bauerhausi. Nach einer Woche üben, vor einer Woche ist dieses Kalb zur Welt gekommen. Eine Woche üben mit Anhängen und heute, jetzt hat es geklappt. Heute Morgen, 20 nach 10. Ja. Zuerst habe ich ein bisschen aus dem Schoppen gegeben, um es das Kalb gierig zu machen und es hat gesogen. Das erste Mal hat es auch richtig am Schoppen gezogen. Er hat es mir nur auf dem Finger rumgebissen und dieser Finger schmerzt mich. Von einer Woche üben. Ja, da bin ich froh. So viel Aufwand. Und es lohnt sich trotzdem. Und hier liegt eines. Schön brav. Das hier, das säuft auch. Das von gestern Morgen. Und die zwei Weißen, die es gegeben hat, sind da in der Kuhherde. Kurzvideo für Family Chat. Das Kalb von 9.12 Uhr sauft. Heute Mittwochmorgen 20 ab 10 Uhr. Ja, der Bauerhausi auf der Polstergruppe mit der Numa. Jawohl. Mit der lieben Numa. Zusammen auf der Polstergruppe. Die da. Ja, die da. Numa. Ja, und schnell noch im Wald. Was macht ihr da im Wald, der Hausi? Ja, wir haben da ein paar etwas Steine zusammen gemacht auf dem Platz ums Haus rum. Die müssen da. In dort, wo das Wasser liegt, rein. Und da seht ihr auch gerade meinen Holzstapel, die über 36 cm Durchmesser und hier unter 36. Nummer Kauf angemeldet. Nummer 4 Stück. Das gleiche hier. Verkauft wird das Holz über eine Organisation, die wir Bauern aufgebaut haben, die Bufra. Ich werde dann noch nachschauen, die Abkürzung, ich kann es nicht mehr genau sagen. Die Bufra verkauft nachher das Holz in unserem Auftrag dem Maisbietenden. Und so hat die den Vorteil, sie kann eine größere Menge vermarkten und die Käufer sind eher interessiert. Sie können bei der Bufra größere Mengen von dem Holz kaufen, das sie wünschen. Also Steine abladen und nach Hause. Schaufel ein bisschen verteilen. Ja, liebe Freunde, da man ja nicht mehr in die Kaffeebar hinein kann, stehen wir halt draußen rum, die Numa und der Hausi. Jawohl. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. Ciao, ciao.